Jetzt zeige ich Ihnen mal, wie ich mir eine Wohnung angeschaut habe. Ist sehr teuer hier in New York. Ist es sehr teuer? Ja, ich hab mir was ausgesucht, wo ich sage, ja, das, also sagen wir mal, mit Hängen und Würgen könntest du dir das noch leisten. Würde ich mir das leisten? Ja, könntest du dir das noch leisten? Ich auf keinen Fall. Ist am Central Park, ja. Und ja, schauen Sie sich das mal an. Es war eine deutsche Maklerin, die konnte gut erklären, warum das so viel kostet, wie es kostet. Ich befinde mich jetzt hier am Central Park. Hier gibt es mit die teuersten Wohnungen der Stadt zu kaufen. Und ich habe mich mal mit einer Maklerin verabredet, um mir eine Wohnung im Niedrigpreissegment anzuschauen. Und mal schauen, vielleicht kann ich ein bisschen handeln. Vielleicht schlage ich dann zu. Das ist Nathalie Rothschild. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Sie sprechen Deutsch, ich kann mit Ihnen Deutsch sprechen. Warum? Absolut. Ich bin eine Hamburger Dörn und lebe erst seit 4 Jahren in New York. Von daher. Okay. Ich finde die Lage ganz toll, deswegen möchte ich dieses Apartment hier kaufen. Sehr gerne. Wir schauen uns das mal an. Unbedingt. Ja? Ja, 180 Quadratmeter. Der Preis der Wohnung wird bei um und bei 10 Millionen liegen. Nur? Nur 10 Millionen ist ein Schnapper. Oh, Dollar natürlich. Dollar. Ja, das ist ein Euro, also dann, von daher weniger. Ist es nicht ganz so schlimm. Und das hier, was soll das? Das ist ein hübsches Deko-Element, okay. Das im Zweifel sehr teuer ist und Geschmackssache. Im Zweifel sehr teuer. Super. Aber viel Spaß damit. Das mal einpacken für mich? Ich nehme das mit gleich. Ich schon mal, alles, was ich mitnehme, lege ich schon mal hier hin, ja, okay? Wunderbar. Ja, wenn ich das jetzt kaufe, ich würde ein bisschen was ändern wollen. Ich würde vielleicht noch Martine Wittler durchschicken, die hier das ein oder andere Billigregal noch aufstellt. Das ist ja alles hier, das glänzt. Passt doch dann ganz gut. Kennen Sie Tine Wittler? Ja, absolut, natürlich. Ach, was, echt? Selbstverständlich. Und? Hätte die eine Chance in New York? Mit Sicherheit. Kommt drauf an, in welchem Segment. Essen. Ja, da auf jeden Fall. Wenn Sie mir das jetzt andrehen für 10 Millionen Dollar, ne? Mhm. Ist da irgendwie noch was drin, rabattmäßig oder so? Nein, leider nicht. Celebrity-Rabatt. Wenn ich jetzt so ein paar Bilder zeige und sage, hier, ich kenne den und den, kriege ich es dann billiger? Nein. Hier zum Beispiel hier, Eminem. Großes Nützt Thema. Nichts. Nützt gar nichts. Nützt nichts, okay, jetzt aber. Ernie und Bert. Die sind hier billiger. Sehr, sehr, sehr populär. Von daher, da könnten wir vielleicht ins Geschäft kommen. Okay, dann würde ich vielleicht auch dann mal 50 Cent zu Gast haben. Oh mein Gott, ja. Schon besser? Schon, es wird besser. Nützt also aber langsam, nichts, oder wird es dann teurer? Es wird im Zweifel, kommen wir dann in die höheren Preise. Es wird teurer? Rein. Ja, ich glaube, kann man es auch wieder downgraden? Da dass man sagt, hier, guck mal, ich kenne den Wendler. Ich zeig Ihnen mal das Haus, das, hier wohne ich in Deutschland, da wohne ich. Wunderbar. Wie viele Quadratmeter hat das denn? Das ist 10.012 Quadratmeter. 10.012 ich hatte die 11, ich hatte die einen, die am Eingang nicht mitgerechnet, den 1 Quadratmeter. Naja, okay. Ich sehe schon, so richtig runter kriege ich den Preis nicht, oder? Mhm. Nathalie. Ich habe eine Rose für Sie. Ach, danke schön. Ja. Sind wir beim Bachelor jetzt? Dürfen mich den Bachelor nennen, genau. So, hier, Herd, das ist schon mal gut. Miele. Nicht so ein Ami-Schrott. Meistens sind einige der Küchengeräte Miele und auch die Waschmaschinen sind meistens Miele. Vielen Dank. An apple a day keeps the doctor away. That is so true. Mm. Ich leg's mal wieder ran, dass der nächste Kunde auch noch was hat, der das wieder kaufen möchte. Großartig. Okay. Weinkühlschrank. Das ist aber Aldi-Qualität, oder? Ist das so? Aldi West Coast oder Aldi East Coast? Trader Joe's eigentlich. Trader Joe's. Gehen wir mal hier lang. Kommen wir ins Master Bedroom, in den... Der Master Bedroom. Wissen Sie die Betten selber? Nein. Nein? Nein. Also würde ich das mal kurz machen. Achtung! Und? Ist gut. Oh, beautiful. Wollen Sie sich mal kurz hinlegen? Kommen Sie. So. Nur mal, dass man das Gefühl kriegt, wie das jetzt wäre, wenn ich mit Ihnen hier einziehe. So. Hi. Na? Schön? Ja. Und? Fühlt sich toll an. Ja. Keine Glotze im Schlafzimmer. Was ist das denn? Da werden vielleicht noch andere drin getan. Okay. Aber jetzt sagen Sie nicht nachher, ich wäre das gewesen, ne? Das war jemand anderes. Ja. Ich teste mal gerade die Wanne, ob ich da überhaupt reinpasse. Ja. Okay. Ist gut. Die sind relativ tief groß. Das sollte passen. Würden Sie auch... Nein. Aber hier, wenn ich jetzt im Central Park spazieren gehe, wen kann ich treffen? Da können Sie treffen von Rihanna über Madonna, über Madonnas Kinder sehen wir relativ häufig hier. Ich überlege es mir nochmal, wir sind ja noch ein bisschen hier und vielleicht komme ich nochmal zurück auf Sie. Sehr gerne. Vielen Dank. Machen wir das. Ja.